Okay, Leute, ich weiß, wo ich jetzt hingehen muss. Und los geht's. Wir müssen in die Zeit reisen. Und nach 1000 AD in die Gegenwart, weil sie sagt, in der Zukunft und 400 Jahre später. What the fuck? Oha, das ist entstanden? Ihey, das ist geil. Das ist doch geil. Und jetzt müssen wir Fionas Kapelle abholen. Dies ist Fionas Kapelle. Hier danken wir Fiona und Robo für die Wiederaufforstung vor 400 Jahren. Die Überreste des großen Robo werden in Allerheiligsten aufbewahrt, okay? Hier ist ein Hut, der aus einem magischen Ast mit mystischen Waldeskräften gemacht ist. Wachhut erhält Status. What the fuck? Okay, das ist neue Ausrüstung, merke ich mir. Habe ich ja später gebrochen. Ey, Robo! Oha. Der sieht aus, als ob er gelitten hätte. Robo, was los? Beweg dich. Tanz wieder rum, wie immer. Was müsst ihr jetzt machen? Din, 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 din. Systeme reaktiviert. Wo bin ich? Krone, wie nett, dich zu sehen. Für euch war es ein Katzensprung, aber für mich sind 400 Jahre vergangen. Die Mühe hat sich gelohnt. Der Wald ist nachgewachsen. Ab jetzt feiern wir vierjähriges Wiedersehen. Yeah, 400-jähriges Wiedersehen. Super. Jetzt müsst ihr kleine Reparatur machen bei Robo. Mit 400 Jahren Erfahrung denke ich, dass Lavos nicht für die Tore verantwortlich sein könnte. Was meinst du damit? Ich glaube, jemand oder etwas wollte, dass wir dies alles sehen. Ja, das wollte ich. Yeah. Die verschiedenen Ereignisse im Laufe der Zeit, die wir miterlebt haben. Es scheint fast, irgendein Wesen wollte seine Vergangenheit nochmals erleben. Ja, Älteste sagen, Menschen sehen ganzes Leben, wenn sterben. Wahrscheinlich sind mal sterbliche ihre tiefsten Erinnerungen im Tode nochmals zu durchleben scheinen. Obschon diese meist sehr traurig sind. Gedanken wie, hätte ich nur das und das getan, oder das hätte ich nicht tun sollen, lösen alte, unangenehme Erinnerungen aus. Was wohl passiert, wenn unsere Zeit kommt? Sicher dasselbe, wer weiß. Gibt es einen Zeitpunkt, an den du zurückkehren möchtest, Luca? Nicht wirklich. Tut mir leid, hätte ich lieber nicht fragen sollen? Ist schon gut. Es gibt etwas, worüber ich ungern nachdenke. Okay. Lavos spielt eine entscheidende Rolle für das Schicksal dieses Wesens. Was für ein Wesen? Eigentlich redet man mit der Gruppe. Es ist unbekannt, wessen Erinnerungen diese sind. Es liegt wohl jenseits unserer Verstehens. Am Ende unserer Reise entdecken wir vielleicht die Identität dieses Wesens. Okay. Sollen wir zu Bett gehen? Okay. Good night, Leute. Good night. Und? Und? Hallo? Luca steht auf. Sie vergeht sich an Krono. Und? Okay, da ist ein Tor. Kann ich irgendwas machen? Was ist das für eine Musik im Hintergrund? Egal, wir sehen uns mal. Sehen uns mal dieses Tor hier an. Ein rotes Tor. Wo führt mich dieses rote Tor hin? Okay, wo führt mich dieses Tor hin? Nach Hause? Bin ich etwa wieder in diesem Moment? 24.06.1999 AD. Papa wollte mit mir wandern gehen, aber es ging nicht, wegen seiner Arbeit. Ich verabscheue die Technik. Du verabscheust die Technik? Okay, das ist die Kindheit von Luca. Und was ist hier? Das Passwort ist der Name meiner lieben Frau. Für Notfälle. Taban. Der Name. Ach so. Ich muss jetzt den Namen eingeben. Ich muss auch gleich nachgucken, wie der Name hieß. What the fuck? Was ist das bloß? Ich soll davon fernbleiben, aber es ist so staubig. Ich sollte es. Oha. Du liebe Güte, mein Rock. Ich hänge fest. Luca! Luca, Hilfe! An was hängst du fest? Ich krieg's nicht hin.
Oh, verdammte Kacke. Luca, gib das Passwort ein. Halt dieses Ding an. Okay, Safe State. Aber ich weiß doch nicht. Okay. So. Passwort eingeben. Okay, wir sehen uns gleich wieder. Okay, es geht weiter. Ja, ich habe kurz was gemacht. Aber ich weiß nicht doch. Also, ich zeige euch erstmal, was passiert, wenn man das nicht macht. Das ist irgendwie schon heftig, die Sache, was dann passiert. Erstmal das zeigen, was passiert, wenn man das nicht macht. Oh nein, Hilfe! Verdammte Kacke. Jetzt halt. Ach, arme Luca. Das ist echt traurig. Sie hat es nicht geschafft, das kleines Kind. Ach, sie weint jetzt. Okay, jetzt kann man noch ein bisschen erfahren, was mit der Mutter dann passiert ist. Hätte ich bloß nicht gehört, was der Arzt sagte. Mamas Beine sind. Wüsste ich nur mehr über Maschinen. Dann ging es Mama jetzt. Gut, müsst dann, ja. Das ist die Kacke. Und jetzt versuchen wir es mal richtig. Jetzt retten wir unsere Mama mal. So, so, so und so. Geschafft. Ja. Gott sei Dank, Mama. Luca. Luca. Und? Was jetzt? Okay, das ist ein anderes. Okay, und da? Papa wollte mit mir wandern gehen, aber es ging nicht, wegen seiner Arbeit. Ich verabscheue die Technik. Hier? Ich glaube, ich habe was gelernt. Ich werde Technik studieren. In diesem Haus wird es keine Unfälle mehr geben. Gut so. Gut, dass deine Mama gerettet hat. Darüber sind alle jetzt froh. Ja, sie hat es geschafft. Perfekt. Okay, das war gut, dass ihre Mama gerettet wurde. Ach. Und das ist der Robo. Robolein, wie geht's? Luca, du hast ein freundliches Herz. Du denkst immer an andere. Yeah. Dies ist für dich. Es ist ein Stück Bernstein aus dem Harz eines Baumes aus meinem Wald. Es hat 400 Jahre und viel Druck dazu gebracht. Ich hoffe, du findest es nützlich. Ein Baumtraum erhalten. Robo, du bist so süß. Du willst jetzt nicht mit ihm vögeln, oder? Okay, Baumtraum. Was ist ein Baumtraum? Baumtraum. Was ist Baumtraum? Lebt einmal wieder. Oha, okay, das ist gut. Denke ich jetzt mal. Okay, jetzt müssen wir in die Vergangenheit, also in 65.000 Jahren zurück. Weil wir brauchen ein paar neue Ausrüstungen. Was sind neue Ausrüstungen? Ein paar Ausrüstungen von den alten Leuten da. Weil wir ja neue Sachen kaufen wollen. Also dieser Boss, der jetzt kommt, der hat wenig. Okay, das war Fehler hier zu machen, aber egal. Er hat wenig LP, aber seine Feuerattacken ziehen viel ab. Und du? Läuft in der Stadt. Nee. Und du? Proplatz, ja, bei Regen neue Monster erscheinen. Okay. Ja, du tauschen, du hast nichts haben. Was? Warte, was hast du gesagt? Rüstung aus vielen Rubinen gemacht. Tauschen gegen jeden 10-mal rot. Scheiße, ich muss jetzt neue Sachen holen. Okay. Okay, ich hole jetzt die ganzen Sachen und wir sehen uns gleich wieder. Okay, ich habe keinen Bock mehr und ja, ich habe nichts gekauft, weil ich habe keinen Bock mehr. Und für den Boss haben wir sowieso genügend Ausrüstung, also wir brauchen eine rote Weste, die uns für Feuerangriffen schützt. Weil der nächste Boss ein Feuerboss ist, den ich jetzt besiegen muss. Okay, komm so. Jetzt müssen wir nach 2300, ja, ich habe es richtig gesagt, weil da... Okay, so, 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 Apokalypse ist da. Wir müssen in die Zukunft, weil da ein Boss auf uns ist, der Son of Sun oder so. Speichern. Okay, wo ist der Boss denn? Er muss auch irgendwo hier sein. Okay, da ist die Fabrik. Son of Sun, wo ist der Son of Sun? Der Son of Sun, wo bist du denn? Hallo? Hallo? Achso, hier bist du, oder was? Bist du hier? Sonnenpalast. Ja, wir müssen jetzt ihn besiegen.
Das ist der nächste Boss. Ja, ich habe total vergessen, die Party zu wechseln. Also, die Party muss aus... warte, wie war das nochmal? Eigentlich Margus und Frog, oder? So, und... Warte, wir brauchen einen Heiler. Also Robo-Owner. Okay, aber wir müssen uns erstmal heilen, bevor wir gegen diesen Boss kämpfen und neu ausrüsten. Ach, das mache ich da. Okay. Wir müssen eine Rotweste tragen. Ich weiß, seine Verteidigung ist dann Männerscheiße. So, Rotweste und Rubinweste. Habe ich irgendwas, was verhindert Siegel, aber... Okay, das war's. Wir benutzen da ein Objekt, also eine Unterkunft. Machen wir auf alle. Dann speichern wir ab. Die Schicksalsstunde. Speichern und rein mit uns ins Getümmel. Ins Getümmel mit uns. Okay, jetzt müssen wir... ihn an... Okay, da kann man ja nicht. Fackel. Okay, das heilt uns, zum Glück. Warte, wieso heilt es ihn nicht? Warte. Ich hab ihn doch... Oh, fick dich doch ins Knie, verdammte Kacke. Hab ihm keine Rubinweste gegeben, wieso hat es ihm geschadet? Warte, es gibt hier nichts, was ich... Okay, MP-Verbrauch. Zeigt Gegner-LP. 50%, ja. Okay. Magie, so, Ausdauer. Ich verstehe es nicht, wieso das jetzt Bienen abgezogen hat, aber egal. Tut mir leid für diesen komischen Wechsel, aber erst müssen wir uns mal konzentrieren. Wir müssen diese Flammen wegkämpfen, hab ich vergessen. So, und du machst auch so. Weil jedes Mal, wenn wir die besiegt haben, Flammen Gegenangriff. Ja, das heilt uns, zum Glück. Wenn wir die besiegt haben... Och, Kacke. Ja, das heilt uns zum Glück. Aber ihn heilt es nicht. Das war dämlich von mir. Oder doch? Nein, ihn macht das Schaden, ist klar. Fackel. Okay, mich heilt es zum Glück. Okay, so und so. Was machst du da? What the fuck? Kraftstrahl auf ihn. Okay, irgendwie zieht das bei ihm richtig viel ab. Hätte ich lieber eine andere Aufstellung nehmen sollen. Okay, komm. 350. Ich habe eine andere Idee. Ich nehme mal einen anderen Charakter raus. Ich nehme mal Eiler rein. Okay, ich weiß, ich mache ganze dir Fails, aber... Oh, fick dich. Ich fail die ganze Zeit rum, aber ich muss das auch machen. Nein, ich muss das nicht, aber ich muss mich auch hier konzentrieren. Robo, du kriegst ein Ewigpanzer zurück. Wo ist Ayla? Du kriegst mal ein Rubinweste, die dich vor Feuerschaden schützt. Das ist auch gut. Safe State. Und los geht's ins Getümmel zum zweiten Mal. Reloaded. Okay. Diesen Boss muss ich besiegen. So. So. Ich habe eine Idee. Ich will mal wissen, ob das funktioniert. Sehen wir uns das mal gleich an. Kronos Faltenschlag. Ja, ist schön. Ja, das heilt mich sowieso. Faltenschlag machen wir mal. Ja, Fackel. Das muss uns alle heilen. Ich verstehe es nicht. Wieso wird... Okay, das ist Schutz, zum Glück. Eis 2 auf euch alle. Okay, Fackel. Fick dich. Wieso wird sie verletzt? Ich verstehe es nicht. Flammen...
Wieso wird sie verletzt? Ich versteh's nicht. Ey, fick dich, was greift dir jetzt die ganze an? Leco mio, fick dich doch ins Knie. Boah, fick dich. Eis 2, komm. Das muss schon bei denen was abziehen. Was? Willst du mich verarschen? Flammengegenangriff. Okay, da ich habe ja so zum Glück Schutz. Zum Glück habe ich einen Schutz. Okay, Ayla muss aufpassen, wenn sie angreift. Also ich glaube, sie benutzt sie als Heilerin nur. Die anderen sollen angreifen. Okay. Du machst mal einen Schmatzer auf dich selbst. Schmatzer. Okay, sie ist tot. Belebung. Du machst mal dunkle Bombe auf alle Gegner. Egal, du machst mal ein Tok-Medaillon auf sie. Du machst mal den Faltenschlag. Weil Chrono ja angreift, nicht sie. Weil Chrono das diesen Befehl ja eingeschlagen hat, muss sie eigentlich jetzt ja. What the fuck? Warte, wenn die jetzt... Okay, die greifen Chrono an. Okay, das ist die gute Taktik. Gut, gut, gut. Okay, der Gegner ist leicht, aber wieso? Ich verstehe es nicht, wieso die dritte Person kein... Haben die irgendwie andere Fähigkeiten oder was ist los? Ich verstehe es nicht. Okay. Ja, Fackel. Okay, das Mädchen ist tot. Ach, scheiße. Komm. Belebung auf sie. Du machst dann einen Faltenschlag. Das heilt uns zum Glück. Faltenschlag, komm. Okay. Faltenschlag. Du machst ein Lapis auf uns alle. Oh, verdammt, sein Normalangriff nervt auch langsam. Okay, Fackel. Scheiße. Das ist ein Kack, aber zum Glück heilt er mich jetzt. Gut. Immer schön weiter angreifen, immer schön weiter. Das ist gut. Sehr viel Leben kriege ich davon. Aber voll scheiße, wieso die dritte Person nichts bekommt. Hat sie andere Ausrüstung als ich, oder weil sie ein Neandertaler ist, oder was? Ach, fick dich. Ich will mal die dunkle Bombe sehen. Ich mache mal einen Safety zur Sicherheit. So. Dunkle Bombe. Okay. Okay, ich lasse es lieber. Du machst Angriff auf einen, du machst Angriff auf einen. Okay, das ist... Okay, das ist behindert. Richtig behindert. Vom Schaden her auch noch. Okay. Aber wieso werden die von Eis geheilt? Ich verstehe es nicht. Okay, ich bin wieder voll. Objekte. Belebung. Dann Faltenschlag. Hoffe ich jetzt mal. So. Du machst dann schon eine Belebung bereit auf jemanden. Okay, sie ist tot. Belebung auf sie. Okay, zum Glück habe ich Belebung viel. Ich weiß, das ist eine behinderte Taktik, wie ich hier kämpfe, aber was soll ich machen? Das ist die einzige Möglichkeit, bei diesen Wichsern hier zu kämpfen. Aber ich verstehe es nicht. Wieso? Ich verstehe es nicht. Spielt Roulette. Glücksspiele sind nicht gut. Faltenschlag. Willst du mich verarschen?
Ich habe eine Idee. Belebung. Dann Tech. Komm, Faltenschlag. Ich bin dran. Ich bin dran. Ich bin dran. Ich bin dran. Willst mich doch verarschen, du Wichser. Ach, komm. Belebung. Ich mache jetzt den Faltenschlag. Du kannst nichts dagegen machen. Ja, Roulette, fick dich mit deinem Roulette. Fick dich mit deinem Roulette. So. Hey, willst du mich verarschen? Oh, so eine verdammte Kacke nochmal. Safe State. So. Faltenschlag, komm jetzt. Ich bin dran. Ich bin dran, verdammte Kacke. Okay, so nicht. Spielt Roulette. Mach dann deine verbinderten Fackel. Jetzt mache ich das. Jetzt mache ich den Faltenschlag. Jetzt bist du dran. Jetzt. Faltenschlag. Okay, das heilt mich, oder? Was zur Hölle? Okay, Safe State. Kacke. Sie ist wieder tot. Ich wieder geheilt. Egal, ich behalte die Belebung schon bereit. Ach, das ist anstrengender Kampf. Ach, die nächsten Bosse werden zum Glück leichter. Boah, so viel Safe States benutzt. Ach, Mann. Roulette. Ja, wieder diese Kacke. Fackeln. So, Faltenschlag, komm. Dankeschön. Faltenschlag. Ja, mach das so auf ihn. Das macht sowieso wenig Schaden bei ihm. Ich weiß nicht wieso. Und du hältst mal. Ich meine, Objekt bereit. Was ist eigentlich Heilung? Egal. Ja, komm, heil mich, danke. Was hab ich denn noch alles? Okay, sowas Unnötiges auch noch. Heilst du mich ganze Zeit? Okay, das ist gut. Gut, gut, gut. Ich weiß, der Kampf ist auch ein bisschen langweilig. Spielt Roulette. Wie schon gesagt, Glücksspiel ist nicht gut. Und so, und Falkenschlag. Komm, er hat sein verdammten Fackelding da gemacht. Ich bin jetzt dran. Ja, greif mich an. Ich wurde sowieso von dir geheilt. Dankeschön. So. Ach, das ist so behindert. Safe State. Ey, ich will mal wissen, wie viel er hat, der Bastard. Belebung. Habe ich schon bereit. Wie viel hat der Bastard? Ich versteh's nicht. Warte, wie viel LP hab ich? Okay, ich hab noch genügend MP. Ich weiß gar nicht, ob ich das richtig mache. Ja, Roulette. Roulette, ja, Roulette. Fackel, dankeschön. Dankeschön. Du machst dann Faltenschlag. Komm. Oh, scheiße, also, ah, verdammt, ich habe das ein bisschen zu spät gemacht. Komm. Verdammt, ich habe jetzt umsonst das gemacht, oder? Nein, ich habe es noch geschafft. Seid ihr jetzt endlich tot, ihr Feuerteile? Ey, das kann nicht sein, dass ich jetzt... Wartet. Okay, es geht weiter. Ach, ich verstehe es nicht. Wir müssen das wirklich so machen. Okay, mach dann Roulette. Wir müssen am Anfang einen Black Hole Angriff machen oder so, stand da. Das ist Black Hole, habe ich das eigentlich? Ja, heil mich. Faltenschlag. Faltenschlag, los. Faltenschlag, 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 komm. Der Kampf ist so langweilig, das sehe ich jetzt schon.
Dunkle Bombe, das bringt sowieso nichts. Fackeln. Die Belebung kannst du schon bereithalten. Warte. Wartet mal. Ich mach mal Feuer 2. Ich will mal wissen, ob das... Ob da irgendwas kommt. Weil, wenn jetzt bei Eis geheilt wird und bei Feuer nicht, dann ist das dämlich. Komm. Spielt Roulette. Ja, fick dich. Und? Oder habe ich ihn jetzt komplett geheilt? Ich bin dumm. Ich bin komplett dumm. Dunkle Bombe. Objekte. Verdammt. Der Kampf wird sehr lange dauern, das merke ich jetzt schon. Ich glaube, ich werde das auch cutten, weil es hat keinen Sinn. Es hat verdammt nochmal keinen Sinn, wenn ich jetzt irgendwie die ganze Zeit so kämpfe, bis der Kampf vorbei ist. Das hat keinen Sinn. Ja, greif mich an. Du wirst mich sowieso wieder heilen. Faltenschlag. So. Und bist du weg? Ach, du heilst mich wieder. Dankeschön. Objekte. Okay. Belebung. Und das war dämlich. Das war dämlich von mir. Okay. Fail. Fackel. Okay, wir machen das mal so, wie wir es gesagt haben. Wir sollen... Also, es gab einen Tipp. Wir sollen die Flamme angreifen, die uns keinen Angriff macht. Roulette. Würde das irgendwas bringen, von diesen Attacken, die hier sind? Zyklon. So, mal gucken, ob das klappt. Sehen wir uns mal das an. Ja, das würde schon irgendwas helfen. Okay, das hilft uns irgendwie. Flammengegenangriff, okay. Oh, verdammte Kacke, das wird so lange dauern. Boah, ich weiß jetzt, wieso die... Warte, ich glaube nicht, dass jemand das als Sidequest gemacht hat, oder? Doch, ich kenne einen Let's Player, also ich kenne den nicht persönlich, aber... Der heißt Google Gamers, die haben das schon gemacht. Leuchten, soll ich mal das machen? Oder verwirren? Verwirren ist noch einen. Leuchten wäre auf alle. Mach mal Safe State und mach das einfach mal. Es schadet dir sowieso nicht. Ich weiß, ich jedes Mal geheilt werde. Ich glaube nicht, dass das Leuchten etwas bei ihm bewirkt, oder? Okay. Die Idee lasse ich lieber mal. Belebt eigene Person. Habe ich nicht Leben 2 oder so? Leben. Und? Ich habe dich wiederbelebt, aber du musst jetzt auch wieder... Okay, die lebt wieder so richtig. Fackel. Okay, sie lebt noch. Schmatze auf dich selbst. Du machst dann den Faltenschlag. Komm, den Faltenschlag. Okay, das funktioniert irgendwie nicht. Zyklon. Ich klau dann was von dir. Okay, ich klau dann was von dir. Ich klau was von dir. Okay, mach deine behinderte Attacke. Nee, ich klau dann was von dir. Ich klau einfach was. Oder Drehschwanz.
Warte, Drehschwanz, war das nicht auf. War das auf alle oder einen? Ist sie tot? Ja, die ist tot. Zyklon. Der Kampf wird sehr, sehr lange dauern. Das sehe ich jetzt schon kommen. So. Ach du Kacke, verdammte Scheiße. Okay, Leute. Okay. Ich werde das bis zu einem kurzen Moment machen, oder... Ja, fick dich doch ins Knie. Boah, dieser Bossfight dauert so lange auch noch. Ach komm, hör auf. Du greifst einfach mal irgendeine Flamme an und ich mache Zyklon. 14. Komm, hör auf. 79, dankeschön. Und Zyklon. Fackel. Digga, Eiler bleibt einfach auf dem Boden und lebt hier oder schläft einfach durch. Ach, der Kampf ist so langweilig für euch bestimmt. Ich kann es auch verstehen. Seht euch mal diesen Kampf auch an. Okay, hier bin ich den Part. Wir sehen uns das nächste Mal. Und dann bin ich beim. Habe ich den auch besiegt. Also bis zum nächsten Mal. Okay, ich habe es rausgefunden, wie man ihn besiegt. Also, wir müssen abwarten. Warte, hat er schon Roulette gemacht? Also, bei der Komplettlösung stand. Okay, das war nicht die Flamme, dann muss es die sein. Also, ist es die gewesen? Nein, das war die auch nicht. Okay, so. Also, wir müssen die Flamme suchen, die irgendwie keinen Angriff bei uns gemacht hat. Und dann treffen wir den auch noch. Ich habe schon dreimal das gemacht. Und ja, jetzt hat er wieder Roulette gemacht. Warte, jetzt könnte ich machen. Jetzt den Angriff. Ja, also, ich habe schon dreimal angegriffen, habe schon jetzt insgesamt 800 mit dem Angriff, den ich davor gemacht habe. War es der? Nein, das war nicht der. Angriff auf den. War es der? Ja, ich arbeite jetzt mit sehr viel Safe State hier. Angriff auf den hier. War es der? Sehen wir uns mal an. Auch nicht. Okay, dann war es wohl der hier. Hoffe ich jetzt mal. Ja, der Kampf dauert echt lange. Okay, dann war es echt der hier. Er hat 2100 Lebenspunkte, deswegen wird es auch schnell vorbeigehen. Okay, das haben wir jetzt auch erledigt. Safe State. 1000 haben wir abgezogen. Jetzt muss er wieder Roulette. Nein, nein. Ach, verdammt. So. Wir können mehrmals diese Stelle angreifen. Der kriegt auch mehr Schaden. So. Safe State. Jetzt kriegt er noch mehr Schaden. Verdammt, das hätte ich schneller machen sollen. So. Komm. Sehr, sehr gut. Jetzt kriegt er noch mehr Schaden. Ich glaube, den Teil werde ich noch davor auf, also dahin hängen. Zum letzten Part. Also jetzt muss ich wieder rausfinden, welcher von denen der richtige ist. Ich hoffe, das war er. Nein. Egal, komm. Ich habe ja noch ein paar Versuche. War es der? Nein. So. War es der? Auch nicht. Dann war es wohl der hier. Ja, fick dich mit den Schaden. Fick dich. Aber wie soll man darauf kommen, dass man so angreifen muss? So. Und dann so. Ich glaube, ist er jetzt tot? Ich hoffe es mal. Komm. Spielt Roulette. Okay, jetzt. Habe ich gewonnen? Ja, Sonne. Ah, ja. Ja. 3800 Erfahrungspunkte erhalten. 40 Tech-Punkte erhalten. 2000 Gil erhalten. Krone erreicht nächste Stufe.
Verdammte Kacke nochmal. Ja, ich hab's geschafft. Ach nein. Nein, 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 nein. Boah, das hat zu lange gedauert. Zu lange. Verdammte Scheiße. Speichern. Ja, das werde ich zur Part 34 auch dazu hängen. Achso, das sind Treppen. Ob die gibt es da links was? Okay, da gibt es bestimmt nichts, deswegen gehe ich einfach nach oben. Okay, muss ich nochmal gegen kämpfen, weil ich habe keinen Bock mehr. Wie kommt man auf die Idee, dass man so das suchen muss? Also das ist der Sollstein. Die Zeit hat seine Kraft verbraucht. Mit dem Licht der Sonne könnte er sie wieder erlangen. Wenn ihr die 65 Millionen Jahre warten wollen. Mondstein halten, ja. Yeah. Und jetzt wieder raus. Raus mit uns, weil ich habe keinen Bock mehr. Ich habe so doll keinen Bock mehr auf diesen verfickten Bossfight. Boah, das hat zu lange gedauert. Boy. Und so. Wir müssen 65 jetzt Jahre zurück. Das mache ich noch in diesem Part. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Dann machen wir weiter mit der Sidequest. Wir haben jetzt insgesamt die Hälfte fertig. Da kommt noch die andere Hälfte. Okay, ihr wisst ja noch, dass wir einmal eine Insel gefunden haben. Irgendwo da rechts. War das hier? Ja, hier war es. Und da müssen wir jetzt reinlegen. Jetzt müssen wir das hier hinlegen. Der Sonnendom, wo die Sonne nie untergeht. Mondstein hier lassen? Ja. Nun, lass uns gehen. Also jetzt müssen wir in die Zukunft. Aber erst im nächsten Part. Tschüss.